Streibel, mit Blick auf die Entwicklungen in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Polen oder Ungarn, wo ja die Rechtsstaatlichkeit zunehmend bedroht ist. Halten Sie denn solche Entwicklungen möglicherweise auch bei uns in Deutschland für möglich? Ah ja, also erstmal ein Grüß Gott von meiner Seite in die Runde. Ich denke, dass wir in Deutschland hier krisenfest sind und dass hier also der Rechtsstaat letztlich als Hüter einer offenen, pluralen, vielfältigen Gesellschaft das auch gut im Griff hat. Also es ist bei uns eigentlich so, wir haben das Grundgesetz, wir haben ein sehr ausgeklügeltes Rechtssystem, das letztlich nach dem Motto fast handelt, Recht schafft Macht. Wir haben jetzt eine Bundestagswahl hinter uns, die nach genauen rechtlichen Regeln abläuft. Wir haben also, gut, jetzt gibt es Verhandlungen, wer mit wem dann koaliert, aber es ist alles, wir haben ein großes Regelwerk, das also auch die Macht so strukturiert und auch begrenzt. Also wenn man von der grundsätzlichen Gewaltenteilung, aber auch, also wie sind die Strukturen der Macht in der Republik, also das, da haben wir ein gutes Regelwerk und das auszuhebeln, glaube ich, ist sehr, sehr schwierig. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man neben dem Ganzen bei der Gewaltenteilung auch noch eine gute funktionierende Medien- und Presselandschaft hat. Also gerade der Qualitätsjournalismus ist, glaube ich, mit auch ein Garant für eine freiheitliche Demokratie. Also da also ist gerade also in dem Bereich auch die Meinungsfreiheit als Kollektiv auch gut. Und man sieht es ja in den Staaten, wo jetzt dann autoritäre Systeme herrschen oder sich versuchen voranzubringen. Das Erste, was man versucht auszuschalten, ist der Journalismus und das Zweite ist die Justiz. Und da muss man dann sehr wachsam sein. Also deswegen heißt das, also ist für mich immer ein Indikator, wenn man versucht, den Journalismus schlecht zu reden, dann müssen schon die ersten Alarmglocken aufleuchten. Und dann muss die Justiz sozusagen Gewehr bei Fuß stehen, dass man dann auch andere Weiterungen gar nicht mehr hat. Und auch also von der Gesetzgebung muss man auch dann schauen, dass solche Gesetze da sind, die letztlich nach diesem Motto funktionieren, Recht schafft Macht und nicht umgekehrt. Wenn es heißt, Macht schafft Recht, dann sind wir auf dem falschen Dampfer.